Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind in der Schlangenkrone, also im Schlangenkronenbezirk von Nikataka angekommen. Das scheint der. Oder was heißt das scheint? Das ist der Palastbezirk, ups, weil hier ist der Kanaga-Palast, wo wir mit der Chefin reden sollten. Und uns allgemein noch umsehen können, bevor wir dann in andere Gebiete gehen. Wobei ich dann vorschlagen würde, dass wir uns dazu erst am Ankerplatz der Königin umschauen. Dann hier im Aussichtspunkt. Da auf den beiden Gebieten. Und zu guter Letzt der Schlund. Ja. Wie sieht's bei denen aus? Die sind doch immer verletzt. Ich hoffe, bei denen kann geholfen werden. Verschiedene Ausbauten. Hier kommen die Kanoniere hin. Naja. Minus 6 pro Tag, minus 7 pro Tag, weil wir. Hä? Oswald braucht zweimal was zu saufen. Ah, er hier. Auch gut. Hoffentlich ist er bald wieder gesund, dann kann er die Chirurgie machen und sie kann wieder den Koch machen. Also wir tauschen die beiden mal. Ja, minus 10 durch Kochen, durch sie. Weg war hier und schließen hier. Wir machen nämlich jetzt erstmal Level-Ups. Ein aktiver, ein passiver Fähigkeitspunkt und ein Fähigkeitspunkt der Zweitläufer. Gut. Ein Punkt bei der Athletik. Mechanik ist ganz okay so. Und ein Punkt in Bluff. So, Fähigkeitspunkt. Gefährten wiederbeleben. Gefährt heilen wäre nicht gleich mal so verkehrt. Das kostet aber auch zwei Bindung. Ausweichrolle. Oder einfach auf mal meinen Schuss verbessern. Der Schuss ist weiter, was lässt die Gegner humpeln? Der Weitläufer schießt tödlicher, was sein oder ihren verwundeten Schuss genauer macht. Ach so, genauer verwundeter Schuss. Ja, Umstoßen wäre auch noch eine nette Idee. Weil dann können wir hier umreißen. Oder Portales umstoßen. Also umreißen, da macht man mehr, macht der nächste Angriff mehr Schaden und Portals umstoßen, dadurch hat man eine höhere Durchschlagskraft, also macht mehr Schaden durch die Rüstung durch. Inspiration C. Was ist die Inspiration C? Verfassungsinspiration. Zielcharakter verfügt über plus 5 Erfassung. Verfassung und halt 2. Okay, das sollte ich eigentlich nehmen. Also geht das da rein, der Punkt. Damit er einfach länger am Leben bleibt. Und das hier sollte ich auch freischalten, auf jeden Fall. Passivs habe ich halt zurzeit nicht so viel wirklich, was ich reingeben könnte. Ja, Schadensbonus gegen Zeitschadenseffekt und der Rest ist eigentlich alles nur passiv. Durchgriff, und Verteidigung gehalten, wenn beide Angriffe im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Na, das ist nicht so toll. Weil die stehen ja meistens recht weit auseinander, also kriegen sie nicht so oft zusammen eins auf die Öbel.
Ne, machen wir es mal so. Und fertig. So. Nächster Charakter, Edda. Sprengstoffe. Findigkeit. Ein Punkt. Das da haben wir schon gegeben bei Edda. Durchdringender Schlag. Durchschlagskraft. Plus 30 Schaden. Ist das irgendwie... Ah, kostet ein Disziplin. Rein ins Getümmel brauchen wir auch nicht unbedingt. Der Kämpfer hält nun auch die akute Inspiration. Oder die intuitive Inspiration, was wir beide nicht angucken können. Intuitiv, Konzentration. Achso, bewusst. Und Konzentration. Bewusst macht plus 5 Wahrnehmung, 50 Bereichs leichte Treffer, also 50% der leichten Treffer werden in Treffer umgewandelt. Intuitiv macht Wahrnehmung, Treffer in, leichte Treffer in Treffer, Treffer in kritische Treffer. Und Konzentration macht. Ach nee, halt. Er behält bewusst. Und scharfsinnig. Plus 1 auf alle Kraftstufen. Wow. Nee. Erstmal das hier. Wobei, was haben wir am Passiv? Tapferkeit des Bären. Reflexe der Schlange. Zusätzliche Angriffsbildung. Okay, da ich mal so schlecht. Kampfbeginn, Konzentration, Wille, Verteidigung. Bei Waffe und Schild haben wir ihm gegeben und sicherer Schütze. Warum immer das sicherer Schütze heißt. Vielleicht eher noch eine Angriffsbindung, da Edda ja unser Tank ist. So. Xoti. Alchemie. Ruhig Diplomatie. Das hier vorne kann sich schon alles. Wenn, dann brauchen wir entweder hier einen neuen Zauber oder eine neue Fähigkeit. Plus 1 Konzentration. Legt fest, wie wahrscheinlich ist es, Zauber oder Angriff unterbrochen werden. Das wäre eigentlich nicht schlecht bei ihr. Aufmerksamkeitsinspiration. Ja, bewusst für 30 Sekunden Wahrnehmung und Treffer. Das ist okay. Markiert ein Ziel, verursacht Verbrennungsschaden und verringert die Abwehr. Wäre auch nicht schlecht. Oh, das ist Gesundheit wiederhergestellt, wenn die Ausdauer zu gering wird. Also so ein Schutzzauber, Abwehrsiegel. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Gebet für den Geist. Längere Zeit die Inspiration klug. Intelligenz plus 5 ist nicht unbedingt nötig. Schläge des Niederschlagenden. Verringert die Nahkampfgenauigkeit und die Reichweite ihrer kritischen Treffer. Ich hätte eigentlich gern mal die Säule des Glaubens, aber dann... Nee, ich habe ja schon die ikonische Projektion. Aufmerksamkeitsinspiration, was macht das hier nochmal?
Verringert die Abwehr. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir. Bei stärkeren Gegnern die Abwehr verringern. So, Fähigkeit, Zauberpunkt. Alof. Einmal Heimlichkeit. Und hier kannst du Geschichte haben. So, Zauber, Konzentration. Ne, den Blitz nehme ich sicher nicht. Lebenskraft erhöhen, giftige Explosion. Geringer Korrosionsschaden. Korrodieren, ja. Arcana Dämpfer, verlegtes Bild. Oder hätte ich hier oben noch irgendwas? Infusion der Lebensessenz, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder Bollwerk der Elemente. Fluggeschosse. Geringe Fäule. Ne, ich mach mal Infusion der Lebensessenz. Das bedeutet aber nicht, dass sie mehr Punkte kriegen. Das wäre auch ein bisschen imbar. Also wir haben immer noch 5-5 und die anderen beiden haben ihre 5 Punkte halt verteilt. Nur er hier ist eine Ausnahme, weil er kriegt halt seine Seelenenergie durch seine Seelenpeitsche. Kraftschwein erhöht für die Dauer des Kampfes die Kraftstufe. Wo hat er das denn hier? Egal. So, Inle aufleveln. Er kriegt bei Mechanik auch, dass er helfen kann, Schlösser zu knacken und so weiter. Und Findigkeit. So, einen Punkt. Wir haben die Seelenpeitsche bereits verbessert, da können wir das andere nicht nehmen. Das ist das Nachladen, oder? Wilder Verstand, durchdringende Vision, Durchschlagskraft, der Mediumzauber, hämmernde Gedanken. Du sagst Durchschlagskraft mit Waffen, das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das nehme ich sogar. Ich nehme das, mal die Durchschlagskraft erhöhen. So. Da waren wir jetzt mal wieder eine Folge lang mit Level Up beschäftigt. Seid ihr beides Wachen? Ja. Ihr saht nämlich so interessant aus. Noch 2 Wachen. Und du lässt es einfach rein. Warte. Warte einen Augenblick. Du kannst den Palast und seinen Schrein aufsuchen, aber sei gewahrt. The Queen meets with trading company vipers. Take care, you are not bitten. Die Königin trifft sich mit den Giftschlangen von der Handelsgesellschaft. Pass nur auf, dass sie dich nicht beißen. Ich habe Informationen für die Königin. Das ist eine merkwürdige Art, über seine Verbündeten zu sprechen. Ich werde mich daran erinnern. Nehmen wir mal das zweite. Mere words. Das sind nichts als Worte. Ungerührt zuckt die Wache mit den Schultern. Ich werde mich daran erinnern. They're in the throne room through the door behind me. If you should lose your way, follow the shouting. Sie sind im Thronsaal. Du erreichst sie durch die Tür hinter mir. Wenn du dich unterwegs verläufst, musst du einfach nur dem Geschrei folgen. Die Wache deutet auf die Tür, du bist entlassen.
Immer wieder solche freundlichen Leute.